Hallo, du sparst bereits hunderte von Euro pro Jahr. Dank unserer Videos. Ab jetzt kannst du auch beim Kauf von Ersatz und Zubehörteilen sparen. Kauf einfach und versandkostenfrei. Über unsere App Mr. Auto. Nimm dir für diesen Vorgang den Dieselfilter zur Hand, den du in der Videobeschreibung findest. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an. Um den Dieselfilter zu wechseln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben, um das Vorderrad auf der rechten Seite zu entfernen und an den Dieselfilter heranzukommen. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial »Deinen Wagen sicher anheben« anzuschauen. Du musst dann den Schmutzfänger vorne rechts entfernen, um zum Dieselfilter zu gelangen. Entferne die Halteklemmen am Schmutzfänger mit einer Flachzange. Schieb die Zange so weit wie möglich unter die Klemme und bewege sie leicht vor und zurück, während du die Klemme zu dir hinziehst. So machst du die Klemme nicht kaputt und kannst sie wieder verwenden. Du kannst nun den Schmutzfänger entfernen. Jetzt kannst du den Dieselfilter sehen. Löse mit einem Steckschlüssel und einem 10 mm Einsatz die drei Schrauben von der Metallschutzplatte des Filters. Nimm dir einen Auffangbehälter für den Diesel, der aus dem Filter fließen wird. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video »Stell deinen Auffangbehälter selbst her« an. Um die einzelnen Leitungen zu trennen, drückst du mit einem Flachschraubenzieher auf den farbigen Teil am Steckverbinder. Ziehe dann gleichzeitig an der Leitung. Klipse den Filter ab, indem du ihn nach oben drückst, um ihn aus seinem Gehäuse zu lösen. Immer noch mit Hilfe des Flachschraubenziehers nimmst du den elektrischen Steckverbinder ab. Du kannst dann den Wassersensor lösen. Halte ihn fest und drehe den Filter, aber nicht den Sensor, gegen den Uhrzeigersinn. So beschädigst du die Kabel nicht. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Löse mit einem Steckschlüssel und mit einem 30er Torx-Einsatz die 5 Schrauben an der Dieselfilterabdeckung. Heble dann mit einem Flachschraubenzieher vorsichtig die Schraubenhalterung heraus. In der Schachtel deines neuen Purflux-Filters befindet sich ein Werkzeug zum einfachen Öffnen der Kartusche. Schraube das Werkzeug an den Platz des Wassersensors. Danach kannst du einfach das Ganze herausnehmen und die Unterseite des Werkzeugs auf die Werkbank klopfen, um die Kartusche zu öffnen. Du kannst für diesen Vorgang auch die obere Metallplatte herausnehmen. Heble dann den Rand der Abdeckung mit einem dünnen Flachschraubenzieher vorsichtig auf, um sie zu entfernen. Mache dasselbe mit dem Filter. Reinige die Filterkartusche und den Deckel mit Bremsenreiniger und einem Tuch. Entferne dann den Gummi-O-Ring von der Abdeckung. Nimm dir den neuen Filter und die verschiedenen Elemente, die mit dabei sind, zur Hand. Öle die Dichtung der Abdeckung ein und setze sie auf.
Nimm dir die neuen Filter zur Hand und setze ihn in der Kartusche ein. Ersetze mit einem Flachschraubenzieher die Dichtung am Wassersensor, nachdem du diese eingeölt hast. Du kannst nun die Filterkartusche schließen und mit dem Daumen fest darauf drücken. Setze die Schraubhalterung wieder ein und die obere Metallplatte, die auf die Abflachung der Kartusche ausgerichtet werden muss. Schraube dann die 5 Schrauben wieder an der Abdeckung an. Wir empfehlen dabei, die Seiten abzuwechseln, damit die Abdichtung einwandfrei ist. Schraube den Wassersensor wieder auf den Filter. Schließe den elektrischen Steckverbinder wieder an. Schließe den neuen Filter Leitung für Leitung wieder an. Klipse den neuen Filter in seinem Gehäuse an. Bringe die Metallschutzplatte des Filters wieder an und schraube dann die 3 Schrauben wieder an. Du kannst nun den Schmutzfänger wieder anbringen. Dann kannst du das Rad wieder montieren und deinen Wagen wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, das Rad wieder ganz anzuschrauben. Schalte die Zündung des Fahrzeugs 3-mal ein, um den Filter mit Hilfe der Dieselpumpe zu füllen. Vorgang beendet! Bitte unterstütze uns, like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.